Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Im Wald. Also wir sind mit dem Wald fertig. Weil wir jetzt hier, ja, letztes Mal, ne, diesen Bossgegner da besiegt haben. Und deswegen können wir jetzt zurück nach Hafene und uns am Boot bauen lassen. Wir haben die Ressourcen. Ihr habt das beste Holz in Nürswald ausfindig gemacht. Ah, das. Da helfe ich euch gerne. Es ist uns Schiffszimmermännern eine Ehre, Holz aus einem Wald zu benutzen. Wir kümmern uns um das Fällen und den Transport. Während ihr unterwegs wart, haben wir bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen. Ei! Auf geht's, Leute, packen wir es an. Holen wir uns massig Holz aus Nürswald. Yay, geil, woohoo, hey, und ich bin weiblich, aber trotzdem Mann, geil, woohoo. And just like that, Evan had found himself the finest boat builders in all the land and some timber worthy of their expert attention. Eager to get to work after their recent ordeal, the men of Capstan set about putting together a ship fit for a king. And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready to set sail. Oh my! Unser Schiff! Sieht echt klasse aus. Damit sollten wir endlich nach Quastenfloss aufbrechen können. Alright. Nathan, ich werde dir in deinem Land folgen. Naja, wenn es recht ist, ne? Dein Auftrag war eine klasse Herausforderung und ich würde gerne mehr davon in Angriff nehmen. Außerdem muss doch jemand euer Schiff instand halten, oder? Stimmt, niemand wäre besser dafür geeignet als du. Du bist in Minneapolis. Herzlich willkommen. Ah, ein Glück. Ich hab's nämlich schon dem Boss gesagt. Wäre ziemlich peinlich gewesen, zurückzurudern. Du hast Matthias als neues Talent in dein Land gewonnen. Ja, das heißt also, wir haben ein neues Talent dazu bekommen. Wir wissen ja, wir müssen 25 Talente mindestens haben, um später dann weiterzukommen. Weil es nämlich dann irgendwann passieren wird, dass wir gezwungen werden, unser Reich auf Level 2 zu upgraden. Na dann, Leine los. Moment. Kommando zurück. Erst muss die Steuerung noch justiert werden. Flippin' heck. Was? Heißt das, wir können nicht sofort loslegen? Ich finde übrigens Remis Gesichtsausdruck immer so mega gut. Entschuldigung, aber da kommt ihr nicht drum herum. Dafür bringe ich euch das Schiff sozusagen bis vor die Haustür, sobald ich damit fertig bin. Dauert auch nicht lange. Versprochen. Keine Sorge, wir haben genug zu tun. Genau, kehren wir erst einmal nach Hause zurück und besprechen unsere weitere Strategie. Alright. Und sofort ist Remy wieder happy. Yay, freu mich. Okay, ja, machen wir das. Was ist Quastenfloss eigentlich für ein Land? Außer den Namen habe ich noch nie etwas davon gehört. Quastenfloss ist ein Land mitten im Meer. Regiert wird es von einer Königin namens Nereida. Er scheint für seine Fischgerichte bekannt zu sein. Laut Wikipedia. Oh, du bist ja gut informiert.
Ja, meine Quellen. meine Recherchen im Archiv ergeben. Das Abkommen ist zwar mein Hauptanliegen, aber ich muss auch lernen, wie man ein Land regiert. Dafür ist der Besuch anderer Länder sicher hilfreich. Ein löblicher Vorsatz. Hey, up. Hey, Ivan, euer Schiff ist fertig. Es liegt wie abgesprochen an der Küste vor Anker. Du kannst jederzeit abhängen. Yes! Yay, danke, Matthias. Hey. Guck mal, Emmy freut sich. Auf geht's nach Quastenfloss. Geil. So, wir spawnen es direkt sogar am Schiff. Das Ding ist, wir können mit dem Schiff natürlich nicht sofort irgendwie in unser Stadt, in unser Land da reinfahren. Das geht natürlich nicht, das muss am Wasser sein. Deswegen ist das auch ein bisschen blöd mit dem Schiff manchmal, dass je nachdem, wo wir es parken müssen, wir es dann wahrscheinlich auch immer wieder dahin, um dann da das Schiff wieder zu benutzen. Ich glaube, dass wir später irgendwann vielleicht auch einen Hafen bekommen. Ich hoffe zumindest, dass wir vielleicht auch irgendwann einen Hafen bekommen, wo wir dann zumindest das Schiff immer hier herbeirufen können. Hm. Vielleicht ist das so. Ich war noch nie so weit im Spiel. Wird das auf der Map angezeigt? Ja, okay. Auf der Map wird das zumindest angezeigt, wo es vor Anker liegt. Also man kann es dann auf der Map dann zumindest einsehen. Gut. Die Dächer von Quastenfloss. Abenteurer schreiben. Das Meer lindert mein Fernweh-Smoothie in der Hand. Kurs auf Quastenfloss. Dieses Land schien mir ehrlicher als Katzbuckel. Doch leider kapiert man hier. Akzeptiert man hier keine Einwanderer. Mhm. Unser neues Schiff, On Shanti. Was sagt ihr zu unserem neuen Schiff? Oder Schief? Unser neues Schief, genau. So muss man das nur vorlesen. Sagt es zu unserem neuen Schief? Extra Klasse, oder? Ja, extra Klasse. Muss das schon so vorlesen, wie es da steht. Extra Klasse, oder? Es ist aus Stahlholz gebaut. Und es ist praktisch unzerstörbar. Jetzt können wir endlich nach Quastenfloß fahren. Unser Meisterwerk. Auf mein Holz kann man sich halt immer verlassen, ne? War tatsächlich das beste Bauholz, das ich je hatte. Das hört man gern mal, mein Junge. Ja. Und Permaforst. Von Nürs Gefolgsmann. Das große Monster, das den stählernen Dickicht unsicher gemacht hat, wurde endlich erledigt. Jetzt kann man wieder in Ruhe im Permaforst herumstreunen. Andererseits, wer geht schon freiwillig in so einem düsteren, modrigen Wald spazieren? Okay, unsere jetzige Aufgabe ist es, nach Quastenfloß zu reisen. Das können wir natürlich nur mit dem Schiff machen. Und somit haben wir jetzt auch ein Schiff und können jetzt das Schiff benutzen. All together now! Komm, Remy wieder. Alle Mann an Bord! Quastenfloß, willkommen! So, bekommen wir ein Tutorial. Wie man das Schiff steuert. Fortbewegung per Schiff. Mit dem Schiff kannst du auch weiter entlegene Orte und sogar andere Kontinente erreichen. Auch so mancher Fluss ist per Schiff zugänglich. Das ist ein bisschen dämlich gemacht, weil es gibt ja zum Beispiel auch so Sachen, ein ganz Mini-Fluss. Und auf der anderen Seite, wo man nicht hinkommt, ist eine Truhe. Und wie kommt man dahin? Logischerweise, du holst dein Schiff, fährst dahin und steigst auf der anderen Seite wieder aus. Um wieder rüberzukommen, musst du wieder in dein Schiff und dann wieder. Das ist dämlich gemacht irgendwie. Also, dass man dann so ganz minimal kurz in sein Schiff reinkommt, nur reingehen muss, nur um so einen kleinen Fluss zu überqueren. Das ist dann wieder so ein bisschen nervig. Aber ja, man kann damit auch so durch Flüsse fahren. Drücke an einem Hafen oder an der Küste A, um vom Bord zu gehen. An Steilküsten und dergleichen kannst du nicht Anker werfen.
Benutzt du einen Reisepunkt zum Reisen, reist deine Crew dir hinterher und liegt dort an der nächsten Küste vor Anker. Ah, okay, jetzt hast du also mit einem Reisepunkt kannst du quasi dein Schiff auch gleich mitbeamen. Gut. Dieses Tutorial auf deiner Seite steht dieses Line los, ne? Also, ne, da an der Seite. Das kann man nicht wegmachen, ne? Zumindest mit der Einstellung, die ich jetzt hier habe, nicht. Also es steht ja jetzt die ganze Zeit. So, guck mal, wir haben hier sogar auf dem Wasser Monster. Die kann man attackieren, aber die sind auch schon blau. Aber wir machen das trotzdem mal. Denn Erfahrungspunkte kann man nie genug haben. Also. Ich habe jetzt auch mal im Equalizer, im Kampf-Equalizer, habe ich jetzt ein paar Punkte investiert, um zum Beispiel die Erfahrungsrate, die man vom Monster bekommt, zu erhöhen. Also, dass jetzt in dem Moment, glaube ich, sogar blaue Gegner teilweise ganz gute Erfahrung noch bringen. Das ist also, dass wir so ab und zu dann so ein paar blaue Gegner auch angreifen können. Mit der aktuellen Einstellung sollte das funktionieren. Ist alle umgebracht? No, tatsächlich. Wir folgen den gelben Pfeil. Wow, einmal umgekippt. Oh no. Auf die Map und können wir nämlich schon mal sehen, da ist Quastenfloss. Das heißt, da haben wir ihn. Hier dieser Riss übrigens auf der Map, der da so ist. Also hier so. Ne? Sieht man da? Dieser Riss ist so eine. Sag mal, das Meerenge oder zumindest so ein. Ja, sag mal, so ein Loch im Wasser. Da können wir auch rüber, aber da können wir später rüber. Um darüber zu kommen übrigens, müssen wir gezwungenermaßen einmal unser Reich upgraden. Das ist nämlich genau der Grund, wenn wir dann hier rüber müssen, wenn wir dann so weit sind. Das ist aber erst nach Quastenfloss. Können wir nur weiter, also können wir nur über diesen Graben rüber, wenn wir einmal unser Reich upgraden. Deswegen brauchen wir dann auch die 25 Talente in unserem Reich. Schon, glaube ich, ein Teil von. Oh, guck mal. Aha, weißer Gegner. Nee? Ja, da hinten. Das ist der einzige weiße Gegner. Komm. Oh, wir haben eine feurige Stahlknarre bekommen. Dann müssen wir mal gucken, ob die vielleicht sogar besser ist. Tatsache. Nee, gar nicht. Ah, ich habe vergessen, den Tempest auszurüsten. Wow. Krass. Also der Tempest ist sogar noch ein bisschen besser. Mal sehen. Ja, also hier tauchen so ab und zu mal wieder weiße Gegner auf. Das heißt, hier ist dann wieder so ein gutes Gebiet, wo man dann wieder ein bisschen grinden kann. Das ist ja sehr schön. Da ist auch Quastenfloss. Oh.
be boarded. Level 35. Nehmen wir den auch nochmal mit hier. Guck mal, sind wir gleich Level 41. Geht aber ganz schön schnell, ne? Mit dem Erfahrungsboost, den ich da aktiviert habe. Ah, schon Level 41. Ist dann wieder weiß. Nicht reinfahren, dann sagt Remy, oh nein, das können wir nicht tun. Lass das doch sein. Und hier, das Quassenfloß. Sieht ein bisschen klein aus, aber nein, das ist viel größer als gedacht, ne? Und da haben wir so ein Auge. Dabei werden wir auch noch was erfahren, was es damit auf sich hat, mit dem Auge. Das hat nämlich ein ganz, bestimmten Grund, warum das da ist. So, dann gehen wir aber erstmal nach Quassenfloss rein. Mit Level 41. Ein ganz gutes Level. Quassenfloss, ahoi! Mm. Was für ein tolles Wetter hier ist. Oh. So ein Wellengang ist nix für Luftpiraten. Mm. Ein fremdes Schiff. Wir sollten Sicilius darüber in Kenntnis setzen. Yes. Ja, ich kümmere mich darum. Alright. Lass uns zunächst herausfinden, wie wir eine Audienz bei der Königin Nereida bekommen. Hm. Suchen wir uns doch einfach einen Vorwand. Wie wäre es mit dem Gastgeschenk? Hm. Ob das so leicht geht? Hoffentlich gibt es hier ein paar nette Leute, die uns weiterhelfen können. Mal sehen. I will never understand why the people love you so, Leander. A weak, insipid man. But love you they do. Without you, I would be nothing. That is what they whisper, is it not? Without you, our nation would be nothing, Your Majesty. I, above all others, know this. Sein Wohlstand verdankt dieses Königreich allein euer Majestät. Niemand weiß es besser als ich. But the people cannot know this. Foreign powers cannot know this. If they did. Aber wenn das Volk, ganz zu schweigen anderer Länder, über diese Sache Bescheid wüsste, was würde dann geschehen? If they did, then what exactly? Hört, hört, sagst du es mir? Was würde dann geschehen?
then your life would be in danger. Malign forces would plot your downfall. This is the way of power. Irgendwelche Halunken würden nach eurem Leben trachten. Das ist Politik. So I put myself forward. If the people see me, deal with me, they can only become discontented with me, can only wish to harm me. Dann müssen wir ihre Aufmerksamkeit von der Königin auf den lästigen Störenfried lenken. So all that you do for your queen. You would give your life for her without a moment's hesitation, yes? Du wärst also dazu bereit, dein Leben für mich zu opfern? Not without reason, your majesty. Es ist mir zwar unmöglich, euch ehrenwürdig zu vertreten, but if it might prolong your life for a single second, that would be reason enough. Aber wenn ich mit meinem Leben das eure auch nur eine Sekunde verlängern kann, such a death would bring honor upon me, upon my entire line. Es wird mein, nein, das Vermächtnis meiner ganzen Familie sein. Insipid you may be, but you are occasionally amusing. Cecil, du bist zwar ein kauziger Kerl, aber du amüsierst mich. You are too kind, your majesty. Ihr seid so gütig, Majestät. Also, was wolltest du mir mitteilen? Yes. Es wurde gemeldet, dass ein Schiff aus dem Ausland eingelaufen ist. Es soll ein höchst ungewöhnliches Schiff sein. Vielleicht handelt es sich um Reisende oder Händler. Hm. Ich verstehe. Muss die Stimme mal ein bisschen bei ihr anpassen. Wie auch immer es ist, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich auch an unsere Regeln halten. Die Einhaltung unserer Gesetze hat oberste Priorität. Da knackt erstmal mein Stuhl. Aber das weißt du ja sicher. Auch ohne, dass ich dich daran erinnere, nicht wahr? By all means. Selbstverständlich. Selbst natürlich. Let's see now. Dann wollen wir mal sehen, was dieses Örtchen so zu bieten hat. Mhm. Genau. Hey there. Sag mir Bescheid, wenn ihr Quastenfloss verlassen möchtet, Majestät. Das Schiff ist jederzeit bereit, den Anker zu lichten. Okay, jetzt sind wir in Quastenfloss. Haben schon ein wenig was erfahren. Hier ist irgendwas im Argen. Irgendwas scheint hier nicht so ganz zu stimmen. Schauen wir uns den Quastenfloss mal ein bisschen um. Aber erst beim nächsten Mal, denn da vorne werden wir gleich in ein Gespräch verwickelt. Und dann können wir uns weiter in Quastenfloss umsehen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.